Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Bowl 2. Ich drücke schon mal auf Partie starten und sage Hallo Wolle. Ich drücke auch drauf, also auf das Akzeptieren und dann sage ich auch Hallo. Ja, das ist ja gar nicht so lange her, dass wir uns schon mal getroffen haben in dieser Konstellation. Nee, ich guck mal kurz, was sich bei dir so geändert hat. Nischt. Geil. Finde ich gut. Ich habe, oder? Habe ich schon? Ach nee, das bin ich. Ja, ich habe noch kein Level Up. Ich habe gesehen, du hast Level Up. Hat er. Ich habe 40.000 Portokasse. Wir gucken trotzdem nochmal hier kurz rein. Hat er einen Ausweicher? Hat er. Na, dann müssen wir den ja tot kloppen. Ist auch nichts dabei. Nee, für 10.000 kaufe ich mir keinen Blutweiser, Babe. Nicht bei meinem Kontostand. Bei einem Reroll hätte ich mir das überlegt, aber... Mein Kontostand ist auch mau. Anscheinend haben die Hochelfen keine Kohle gerade. Ja, ist halt alles teuer bei den Hochelfen. Da kann es ja auch nicht der 1,99 Wein vom Lidl sein. Da muss es ja Château de la Maison Wein sein, weißt du? Ja, oder da so geht die Kohle weg. Ah, ja. Ja, ich kenne mich von Wein mit Wein nicht aus, deswegen habe ich gerade einfach irgendwas Französisches gesagt. Ja, sehr gut. Und keinen echten guten Weinnamen. Tokaja kenne ich auch nur vom Heino-Album. Ach, schön. Gut. Ja. Das, ja, wie heißt das? Schwarz, Blüte Enzian oder so? Das ist ganz gut. Kann man sich sogar anhören. Geil. Ja. Diese Woche ja. Die dunklen Hochelfen, nachdem wir letzte Woche gegen die hellen Dunkelelfen gespielt haben. Es ist crazy, was hier... Sowas sieht man nur in der Flossengenossenliga. Ja, und dann gibt's natürlich noch die hell-dunkel gemischt Hochelfen. Die Schachbrettelfen. Ja, die sehen schön aus. Wahnsinn. Crazy. Wie lange hast du gebraucht, die zu bemalen? Das war ja... Also ein Schachbrett ist ja immer... Ich fange an, komm. Ja, das sind Aufkleber. Ach so, peinlich. Machen wir es uns leicht. Alles klar. So, zeig doch mal her. Das bist also du und jetzt macht die Katze Lärm. Prima. So habe ich Sachen am liebsten. Das ist der, das ist der. Ich habe ja immer noch... Immer noch nur zwei Rerolls. Ja. Es läuft noch nicht so bei mir. Es hat noch nicht... Die Saison bin ich noch nicht drin. Da erzählt sie mir nichts Neues mit den zwei Rerolls. Die sind aber auch teuer, du. Du stellst dich also dahin. Ja, vor allem, wenn man den ganzen Tag nur verliert. Ich habe ja noch nicht einen Touchdown gemacht, ne? Naja. Reden wir über was Schöneres. Wo ist er denn? Bleibt auch nicht so. Da ist er... Ich glaube eigentlich eher nicht. Ach, guck mal. Da sind so ein, ja direkt so ein 4-1, Sachen. So ein 4-1 würde ich mir auch wieder gefallen lassen. Meinst du? Hm? So vielleicht. Und so vielleicht nicht, sondern lieber so. Jetzt habe ich wieder gar nicht geguckt. Glück steht da richtig. Letztes Mal auch schon passiert. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Muss hier auf der Seite natürlich trotzdem ein bisschen aufpassen. Warte mal, habe ich nicht eigentlich auch... habe ich. Tauschen wir hier noch. So, machen wir's. Aha, der Gute mit den 5 muss geschützt werden, ne? Nee, der soll im Zweifel, wenn der Ball an eine doofe Stelle geht, den aufsammeln und Päschen werfen. Ah, dann schmeißen wir die Pille mal. Okay. Kein Pass für dich, Finja, da. Warum? Läufst du mit dem nach hinten? Passt auf den Werfer, läufst nach vorne. Jetzt habe ich natürlich Sachen gemacht, die überhaupt dumm sind, so ein bisschen. Wir fangen mal hier an, einfach. Awesome, schmawesome. Dorthin. Das war schön dumm. Das war gut. Nein. Aber es kommt nichts. Das ist schon mal positiv. Da bricht die erste Rüstung. Und haut ihm auf die Rüstung, bis sie bricht. Ja, nahtlose Fortsetzung vom letzten Spiel. Wollen wir... Komm, wir hauen direkt... Ton direkt los. Do it. Und du, da gehst hier so. Und du machst so.
Und das ist doch Primi. Und ich bleibe. Nee, gefällt mir da ganz gut, wo der steht gerade. Und was müssen wir dann noch machen? Den Ball aufsammeln müsste ich auch so langsam schon mal, ne? Ach, können aber das auch wird immer überbewertet. Komm, wir hauen erstmal Elfen. Das ist prima. Was ist der? Oh, Scheiße, ich hab richtig Bock. Liebe meine Elfen sehr. Na gut, immerhin ist der gelähmt. Brillion Tatron auch. Das Schlimme ist, dass dafür halt ein Reroll raufgegangen ist, ne? So, aufstehen. Puppe aufstehen. Stehkick, Armator. Blitz it like it's hot. Double Skull und ich bin wieder dran. Oh, fast. Da legst die nieder. So und so und so. Und dann weicht er aus. Alles klar. Oh, Gilidokili. Dann machen wir das doch so. Ja. Ja. Oder? Warte. Das geht, das geht, das geht auch. Ja, können wir eigentlich machen. Du kannst einfach da hingehen. Ohne Go for it wird hier geblitzt. Das ist prima. Ey. Yay. Ich hasse Super dieses Blitz. Spiel sehr, ne? Gibt's doch nicht. Lege dich dorthin. And stay down, Fritz. Hahaha. Wenigstens der Reroll hat sich gelohnt. Ich habe übrigens keine Rerolls mehr. Es ist Runde 2. Super. Ich habe noch nicht mal versucht, den Ball aufzusammeln. Das Spiel läuft hervorragend. Das ist mit Ruhreifen die beste Taktik, habe ich gehört. Mhm. Ich weiß, deswegen mache ich's, weil ich dachte, ehe jetzt hier noch Sachen schief gehen, ja, perfekt. Mach ich's lieber auf die sichere. Mhm. Das ist gut. So, kommst du noch? Kommt er sogar? Kann sich dorthin stellen. Steht er hier ganz schön kacki und kommt hier rüber. Die können nach dem Aufstehen nicht so viel. Das finde ich ganz, ganz gut. Stell dich mal dort so hin. So, jetzt wird's lustig. Hat er? Oh, das reicht ja nicht mal. Easy peasy. Ha. Und da drüber. So, und dann möchte ich... Achso, er nimmt sich nichts, wa? Kann ich auch so machen. Dort möchte ich hin, bitte. Okay, dann eben nicht. Oh. Nein! Willst du mich verarschen? Nichts Langfristiges. Immerhin. Boah, ey. Zug 2 vorbei. Ich hab schon wieder die Fresse dick von meinem Elfenteam. Die gehen mir so auf den Sack, die Knilche. Die können einfach nix. Du musst dahin. Alter Schwede.
Dahin. Jetzt wird hier gekuschelt und dann noch geblitzt. Lächerlich. Lächerlich. Und ich dachte noch so, hihi, ich hätte es andersrum gemacht. Ich hätte lieber mit dem Blitzer geblitzt. Aber pff. Ja, aber der gute Mann Ja. braucht ein SSP. Der schlägt halt auch einfach härter zu, hast ja gesehen. Ja, der hat ja auch so eine Löwentatze. Guck mal. Ja, ich weiß. Das ist ein. Die hat der Blitzer nicht. Das ist ein Brutalo. Und so eine Löwentatze piekt ganz schön. Hab ich gehört. So. Die beiden Onkels haben ja auch keinen mehr, ne, auf den die aufpassen. Ja, Dann. der hat sich ja selbst rausgewurstet. Na, da möchte ich aber bestreiten. Das war der Arnon, der den rausgetappt hat. Schönes Beinchen gestellt, so wie es muss. Dann muss ich da wohl wieder jemanden provozieren, auf den du aufpassen musst. Tja. So vielleicht. Und so de Lady. Riesenspaß. Boing. Ja. Leider nicht. Aber ist auf jeden Fall besser gelaufen als meine letzten Angriffe, weil es war kein Turnover. Ja, so kann man Jetzt es auch ist hier sehen. natürlich offen. Komm mal lieber wieder einen zurück noch. Ach, siehst du, apropos einen zurück. Hier, komm mal. Und flotten Fuß, mein Freund, den hätte ich da beinahe vergessen, den armen Mann. So. Das kommt in den besten Haushalten vor, habe ich gehört. So. Und so eventuell, glaube ich. Ich glaube, so machen wir es. Nein. So. Ha, kein Rüstungsbrecher. Was kannst du eigentlich? Bei deinem Würfelglück würde ich lieber Schach spielen. Okay. So, jetzt können wir natürlich. Würde sogar gehen. Ach so, das ist aber nicht so gut, ne? So.
Wow. Ungefähr so. Schiebung, es ist. Ungefähr so habe ich letzte Woche auch die ganze Zeit gegen Murph gewürfelt. Jeder Blitzerblitz war ein Schieben. Einfach traumhaft, traumhaft. Aber wie gesagt, also das Schlimme ist halt, wenn man dann sich über die Schiebens eigentlich freuen muss, weil es keine Turnovers sind. Also hier Brood und dabei, die würde ich noch weiter zurückstellen. Also einfach weg da. Brood und dabei? Was? Achso, die sind doch da. Ich bin doch gar nicht fertig, Mann. Geh weg. Ich möchte den Ballträger blitzen. Achso, nee, das wird jetzt so nix. Weil der geht jetzt hier rüber. Achso. Das ist ja frech. Ja, so. Stört's dich jetzt noch genauso, dass sie da stehen? Nee, weniger. Siehste. Lass mir doch von denen nicht vorschreiben, wo ich hier meine Leute zu stehen habe. Ja, auch gar keinen vorschreiben. Das war ja mehr ein Wunsch. Der könnte natürlich. Nee, kann er nicht. Kann er nicht, sage ich dir. So. Na, vielleicht doch lieber hier. So, du kommst hier noch. Du versuchst es nochmal. Diesmal auf die 2 plus. Das schafft er sogar. Und geht dann hier hin. Tja, da schaust du jetzt. Da schaue ich gleich wieder. Und zwar blöd aus der Wäsche. Ist doch nicht zu fassen, dass der nicht einmal stehen bleiben kann. Ach ja. Auch gut, genau das, was ich jetzt brauche. Prima. Wie spät haben wir es? Zug 5 ist gleich, okay? Das ist auch meine Lieblingsuhrzeit. 5. Ja, ja, man sagt ja auch immer kein Bier vor 4 und so kann man halt einfach immer, wenn Zug 5 ist, auch morgens um 9, kann man sich eins gönnen. Das stimmt. Das stimmt natürlich. Das ist genau der Wahrheit. Aha, so, so. Auch nicht schön. Mach mal so ruhig. Lektion von letzter Woche mit den Hochelfen ist übrigens, man muss die ganze Zeit Quatsch machen, damit man die Einsen wegwürfelt. Am Anfang. Ich hab doch die Einsen schon geblockt alle, aber... Nee, aber da hättest du ja Double Going for it, dann hättest du bestimmt eine 1 gewürfelt, dann wäre schon mal eine weg. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das andere Feld klicken. Ja, aber ich hab aber keine Rerolls mehr. Ich kann mir das nicht so richtig erlauben, die Einsen einfach so wegzuwürfeln. So, und dann gehe ich schon mal hier hin. Nicht, dass da noch Sachen passieren. Ah, der kann sogar... Nee, das lassen wir lieber. Ach. Warte mal. 3, 4, 5. Nee, das wird nix. Verstehst dich das, du verstehst das Konzept nicht. Mit den Einsen. Macht mich traurig. Ich verstehe das Konzept sehr gut, aber ich weiß zufällig, dass ich genug Einsen für die nächsten 10 Spiele noch in der Tasche habe. Die kriege ich nicht einfach so mit ein paar Go-For-Its weggewürfelt. So, das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Und du gehst noch da hin.
Der Kreis schließt sich so langsam. Aber ich muss ja auch so langsam mal punkten, wenn das hier noch was werden soll. Was wird das? Eine Schildkrötenformation? Und das passiert. Werferduell. Och Mann, ist das dein Ernst? Das war schön. Du lügst. Das war mega scheiße. Gut, tendenziell hält mich das auch in der Passstatistik vorne jetzt. Passstatistik. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Scheißegal, welchen Platz wir kriegen. Ja, wer mehr Pässe hat. Und das, mehr ja. Das habe ich direkt aufgeben können, ey. Mach mal so. Das ist gar nicht so nützlich, wie ich das zuerst dachte. Dahin. Das ist okay. Dann liegt er wenigstens da und macht die Außenbahn zu. Gut gemacht. So. Ach, der steht ja im Weg. Jetzt stehe ich mir selber volles Pfund im Weg. So. Und das ist prima. Dorthin und folgeschön. Na also! Hat er denn? Na also, er verpasst das nächste Match! Völlig zu Recht! Oh. Völlig zu Recht, muss ich sagen! So. Jetzt stehe ich aber trotzdem noch ein bisschen kacke, muss ich gestehen. Will ich sogar. Oder will ich nicht? Ich habe noch 50 Sekunden, easy peasy. Kann ich noch in Ruhe überlegen. Ja, crazy, ne? Ob ich da jetzt lang will oder nicht. Doch, ich will. Schafft es. Geht da noch hin. Ja. Der letzte Schritt war jetzt doof. So. Für wen von uns? Für dich natürlich. Für mich? So, jetzt muss ich aber einmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ist aber auch dicht. Mach ich lieber so. Nicht 100% zufrieden, aber besser als nichts. Ach, come on! Bleib doch stehen, du Knöch! Finger an der Linie, leg das einfach hin. An die Linie! Er liegt nicht mal an der Linie. Das ist doch nicht dein Ernst, bitte. Auch noch. Hey, guck mal, der da hinten ist auch nochmal umgefallen.
Dein Werfer ist einfach ein Killer, ey. Ach ja, prima. Ha! Reroll that. Hat ihn natürlich. Das war doch klar, das war selbstverständlich. Hm. Oh, das ist nicht verkehrt. Auch noch mit Lähmung. Nee. Das ist natürlich sehr, sehr nicht verkehrt. Ach nö. Da wollte ich zu viel. Sowas kommt von sowas. Das ist mein vorletzter Zug. Wo ist mein... Achso, der ist draußen, ne? Ja, mein Werfer ist draußen. Das ist prima. So habe ich das am liebsten alles. Geh mal dorthin. Das bringt mir auch überhaupt nichts. Wenn er jetzt nicht zu Boden geht, bin ich richtig gearscht. Wenn ich das mache. Aber wenn ich es nicht mache, dann... Ich muss es machen. Ja. Oh, der geht zu Boden. Sehr, sehr nett. Gehe dorthin und ich folge. Was hier, die Rüstung brechen zwischen den Elfen, ne? Ja. Die wissen halt, wo die Schwachpunkte sind. Schon ein bisschen gut, ey. Und sammel das Ding direkt. Komm, was soll das? Ich hätte erst mit den anderen aufstehen, wo... They rolled a one. Ja, das hättest du vielleicht. Und den wollte ich auch noch, Nee, da, dahin. Okay, die gute Nachricht für mich ist natürlich, du kannst auch keinen Touchdown mehr machen. Beziehungsweise, was heißt auch, du kannst keinen Touchdown mehr machen? Sagst du. Du hast niemanden, der das könnte. Ja, hat er sogar recht. Okay, der kann nicht, der könnte. Wenn es denn klappt. Do it, Junge. Okay. Und dann geh dorthin. Reicht das überhaupt für eine Bombe schon? Komme ich da überhaupt weit genug? Weil der liegt ja auch hier. Könnte ein Problem werden, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs kann er, ne? Ich weiß es nicht. Ich muss es halt probieren. So. Dann gehen wir nach dort. Ne, so weit kannst du den Ball nicht werfen. Müssen wir einen Go for it nehmen. Und kann immer noch den Ball nicht so weit werfen. Und kann immer noch den Ball nicht so weit werfen. Der kommt aber auch nicht, nein. Scheiße. Naja, gehen wir wohl mit Unentschieden in die Halbzeit. Ein Zug mehr, ne? Und du hättest getouchdown. Ja, werden wir wohl mit Unentschieden in die Halbzeit gehen. Wo ist denn?
Ich vermisse gerade. Ach, der liegt ja da. Ich habe gerade deinen zweiten Fänger gesucht. Ja, der eine ist kaputt und der andere liegt. Genau, den zweiten habe ich halt nicht gesehen. Haben wir noch so und so. Boah. Ja, jetzt ist natürlich. Sind natürlich hier Sachen los, die ich ungern so los hätte. Deswegen muss ich jetzt so machen. Schaffe es sogar. Krass. Einfach heavy. Du kannst noch dorthin. Und du noch hier. Ach, das war dumm, da hätte ich bleiben wollen. Naja. Ja, ist eigentlich egal wie. Einer von mir steht wahrscheinlich frei. Ja, genau darum ging es. Dann hätte der da jetzt noch gestanden und du hättest dich von Hause aus zwei Würfel gehabt. Du hättest dann da noch jemanden ranstellen müssen. Ja. Aha, okay. Gut, mein eigentliches Ziel ist halt gewesen, den Ball noch zu kriegen. Und da wäre es egal gewesen, ob du mitgehst oder nicht. Weil wenn du nicht mitgegangen wärst, hätte der oben freigestanden. Ballschmal. Wozu? Passen natürlich. Ach so, ja. Ich verstehe. Brauch die Yards. Ha! Reroll dat. Ha! Aua. Na, immerhin. Halbzeit!